So, meine Freunde, da sind wir auch schon wieder. Und zwar gab es jetzt gerade ein kleines Problem. Der Rechner ist gefreezt bei dem Versuch, wieder ins Spiel reinzukommen. Ich hoffe mal, dass das nicht öfter passieren wird. Der Safe Game war zum Glück genau hier. Hier ist ja ein Checkpoint gewesen. Also, falls mal irgendwann ein Zeitsprung hier kommt, ich werde es dann auch erklären, aber dann ist wahrscheinlich wieder der Rechner gefreezt. Ja, wieder kaputt gepatcht. Weiß gar nicht, ob das Spiel ein Patch hatte, aber der Grafiktreiber hat auf jeden Fall ein Update vorher. Oh. Ja, jetzt können wir nur hoffen, dass er nicht irgendwo eine Lampe kommt. So. Da ist dem wohl der Helm von der Mütze gefallen. Ja, so viel Verstärkung kannst du ja gar nicht geben. Wir sind auch im Zug. Denn hier was Schönes für uns? Ich höre da jemanden anstampfen. Boah. Über uns. Schön doch. Ja, die halten nicht viel aus, aber vermute mal, die machen Menge Damage. Immer auf die linke Hand bitte die Schockkammer. Der Sound hier drin ist aber auch echt nice. Also ist echt gut abgemischt. Muss man mal so lassen. Laut, eindrucksvoll, aber wir fahren ja auch immerhin mit dem Raketenzug durch den Tunnel. Da sind ein paar von den Motorrädern geladen. Das ist trotzdem noch. Na gut, das ist ein Motorrad. Ja. Hör dich doch. Oh, wo war denn? Dankeschön. Enigma-Code, sehr wichtig. Ich weiß inzwischen übrigens auch schon, was man damit macht. Habe ich gesehen, als ich mir eine Review angeguckt habe zum Spiel. Da wurde das leider verraten, obwohl nicht gespoilert werden sollte. Aber gut, ist jetzt kein Spoiler in dem Sinne. Knackwurst. Hard on the outside and strong on the inside. Ja. 25% dickere Haut. Lecker. Aber es ist auch Naturdarm. Oder ist es Kunstdarm? Das ist hier die Frage. Jetzt wieder runter. Hier waren wir ja schon. Huch! Bleib mal da, wo ich dich sehen kann.
Ich gehe erstmal runter. Oh krass, wo sind wir denn jetzt? Ja, guck mal, hier hätten wir uns vorbeischleichen können, oder? Ah, das ist ja krass. Das ist echt krass. Wir hätten komplett den Kampf aus dem Weg gehen können. Bis zum Soldaten hoch. So. Okay. Ja, die will nicht. Wo wollen wir jetzt? Jetzt haben wir sie schon mal in der Hand. Das können wir kurz behalten. So, hier geht's nach unten. Alter, was sind das für ein langer Zug? So lang war der aber nicht, dass wir den da runtergelassen haben, oder? Guten Tag! Was? Was war das denn? Was war das denn? So, den leg mal kurz, die brauchen wir auf jeden Fall wieder. Haben wir draußen einen kleinen dicken Kumpel? Na, ja, komm schon. Müsste da irgendwo noch einer sein. Wir haben die Kopftrefferkills gleich voll. Was? Hä? Was war das denn jetzt? Was? Ich will meine Beine wieder haben, übrigens. So. Soll nicht nur eins an der Wand sein? Jawoll. So, jetzt würde ich aber... Jetzt einfach mal den Weg hier nehmen, oder? Ah, nee. Jetzt wieder zurück. Ah, schade. So. Wo
Was war denn das bitte? Mal schauen, ob wir die jetzt erledigen können. Mal gucken, ob es hier oben noch was gibt. Ah, ne, hier oben waren wir ja vorhin schon, ne? Ja, hier waren wir schon. Boah, die machen echt üblen Damage. Da sinken die Leben aber ganz rapide hier. So, meinen überhören könnten sie uns jetzt schlecht. Alter, was sind denn das für Kunden? Rüstung mitnehmen. Könnte vielleicht ab und zu mal gucken, wo man hinläuft, ne? Habe ich gehört, das könnte übelst vorteilhaft sein. So, hier unten waren wir schon. Da vorne ist auch dann schon der Führerstand. Oh, der ist aber groß bei so einem Zug hier, bei so einem Raketenschlitten. Sind wir Geheimdokumente? Aha. Vertraulich in der Kiste oder auf einer Kiste liegt er einfach rum. Vielleicht die Wartungsbücher oder sowas, das könnte ich mir gut vorstellen. Da liegt nämlich Rüstung. Was zu essen. Die einfach essen dürfen am Kontrollpult. Ach, das ist der Führerstand. Ah. So, warum können wir eigentlich einfach mitfahren? Warum müssen wir so einen Zug einfach immer übernehmen? So, ja. Schreib dir das hinter die Ohren. Was? Wir haben 200. 20 Meter ist Kommandant. Robotertechnik. Ja. Oh, Erfolg. Was? Achso, verdammt nochmal, ohne Zweifel außer. Ich bin der Area 51. Da hinten läuft ein dicker Kumpel rum. Glück hört das niemand. Oh, da ist noch eine Tür. Ah, geht's denn hier lang? Das ist ein geheimer Wartungsgang hier. Ja, sind wir auf die an die Gleise hier unten. Ah, okay, cool. Boah, sieht schon sehr beeindruckend aus. Der Raketenzug. Aber die Schritte von unserem Kollegen hier über uns sind auch sehr beeindruckend. Muss ich leider mal festhalten. Ich glaube nicht, dass das so nett ist.
Vielleicht will er auch bloß einen Kaffee mit uns trinken. Man weiß es ja immer nicht, ne? Man muss ja erstmal nachfragen. Aber wenn die Antwort halt anders ist, na, dann bereiten wir uns auch. Was ist das? Das ist Rüstung? Bald aus wie ein Helm, oder? Komisch. Wo muss ich hin? Finde den Generalstab, okay. Aber erstmal klauen wir den ins Essen. Dankeschön. Ups. Glück hat das niemand gehört. Guten Tag. Guten Tag. Das Ding ist ja geil. Ich habe da mal eine Frage. Wo geht's denn hier zum Generalstab? Könnt ihr mir das erklären, bitte? Ja, die ganzen außerirdischen Scheiße, ja, das glaubst du selber nicht, Kunde. Was, Alter, wo geht's denn da hin, bitte? Wo ist der scheiß General? Ist irgendwo auf 200 Metern, muss ja ein General sein. Stimmt, da oben irgendwo. Das geht trotzdem. Ach cool. Scheint keine Gegner mehr zu geben. Nehmen wir mal ein Stück Kuchen. Dankeschön. Ich will nämlich noch ein bisschen umgucken hier. War noch ein bisschen Gebäck. Weiß, was es hier alles noch zu finden gibt, ey. Das ärgert mich immer ein bisschen. Man kann ja auch nicht ewig hier rumrennen, oder? Ist ja auch ein bisschen doof. Aber wieder ein bisschen Muni, das ist gut. Ah, die voll. Na gut, dann werden wir mal zu unserem Checkpoint gehen. Den nehmen wir noch mit. Na gut. Plattformaufzug aktivieren. Was fährt denn da alles nach oben? Oder fährt da was runter?
irgendwie das Gefühl, ich brauche die. Was? Muss der Dati Schutt unterschlupf sein, von dem Z sprach. Ich glaube, das war eine Granate von uns gerade. Boah, das sieht aber echt geil aus, wie diese Plattform hier hochkraxelt. Hat's den wohl ein bisschen zerlegt. Ihr solltet vielleicht ein bisschen auf eure Waffen aufpassen, meine Freunde. Nein! Oh, Mann, Scheiße. Uiuiui, jetzt habe ich verjagt. Zumindest haben die genug Munition für uns dabei. Na, Mann, wo kommt denn der schon wieder her? Alter. Meine Fresse. Noch ein kleiner, ja. Aber hier gibt es ja noch ein bisschen was. Die Mucke ist echt gut. Wir haben uns keine Munition aus. Ich auch ein anderer Munitionstyp wie im alten Teil.
Und noch ein Leben. Eine Granate. Ganz dringend ein paar Leben, ey. Have you taken your German lessons? There you come, Dad. Oh, vielen Dank.